Oh nein, ein Blitz hat uns getroffen. Wir waren gerade fertig mit unserer Arbeit und jetzt sind wir irgendwo von dort oben hier runter gelandet. Ich habe schon gesehen, die Monster hier, die sind noch um einiges abgefuckter als das, was wir sonst noch so vorher gesehen hatten. Die sind richtig kaputt, kann man so sagen. Reflexion Teil 2. Von Unruhe getrieben steige ich aufs Dach. Und dort, über den Ruinen der Stadt, sehe ich die Sterne. Rein und schön und gar nicht weit weg. Irgendetwas an ihnen weckt eine vage Erinnerung in mir, als würde ich einen Blick in eine wundersame andere Welt erhaschen, die ich längst vergessen hatte. Und während ich so in den Himmel starre, höre ich plötzlich eine Stimme. Etwas sagt: Ich bin bei dir. Kann mich bitte jemand aus diesem Abgrund ziehen und nach Hause bringen? Ja, das sag ich ja gerade, ne? Hier. Emergency. Oh. Ja, was geht ab? Ricky! Ricky, I'm here. Hallo! Ah, Gordon, thank goodness. So, what are they? Bad puppets? Oh, Gordon, I really hoped you wouldn't find out. It's so embarrassing. But we were all curious. What do you mean? Was? Was meinst du? We wanted to know what other shows had that we didn't. We'd never been allowed to watch television before, but after we got canceled, no one was around to stop us. Okay. So we turned on one of the old sets, expecting to see something amazing. But it wasn't amazing. It was mean. Mean? It felt like we were dying, Gordon. We all got a little twisted then, but some of us. Great. Then how do I get out of here? Well, there's there's an elevator somewhere. Should be at the end of that. Geht nicht. It said it's locked down. Oh, that means you'll have to pull the security release. That's on the other side of their stage. No, of course it is. Of course. If I ever get out of here, I'm gonna make you into a hat, Ricky. Oh, I believe in you, Gordon. Just do your wham blam fight the puppets thing. Give them the old ABC 1, 2, 3. Ja. Thanks for the encouragement. Wieder versöhnt mit Ricky. Hä, eine Flashlight. Das kommt ein bisschen spät, Spiel. Hotel. Wait, gibt's jetzt. Ne, das ist das letzte Gebiet. Man sieht's ja. Zack, 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 zack. Wer gibt's hier nicht? Okay, das ist einfach der Keller vom Hotel, mehr oder weniger. Okay, ich glaube, ich habe so ein bisschen die Story hier verstanden in dem Spiel. Also, die Characters sind alle viel zu freundlich, alles viel zu kinderfreundlich, aber Kinder werden natürlich auch erwachsen und halt irgendwann wollen sich Kinder irgendwas Brutaleres oder generell irgendwas nicht so freundliches anschauen. Dann ist das hier langweilig. Und die dachten sich, niemand kommt in unsere Sendung. Woran liegt das? Wahrscheinlich, weil wir zu freundlich sind. Das ist das, was ich jetzt raus mitgenommen habe. Keine Ahnung, falls ihr eine andere Theorie habt. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Bin gespannt auf eure Theorien. Coin. Da! Emergency Lockdown Release. Da müssen wir ran. Okay, okay, verstehe, verstehe. Also einmal drumherum, weil hier ist ein Gitter, da können wir nicht aufbrechen. Unfriendly neighborhood. Welcome to the unfriendly neighborhood. Ja, ich habe gemerkt, dass es hier eine unfriendly neighborhood ist. Ja, ich habe schon gemerkt, Kumpel. Ich hab das schon gemerkt. Hier ist auch kein Strom, hier funktioniert gar nichts mehr. Das ist aber auch eine Flashlight jetzt. Sehr nützlich eigentlich. Aber, ja. Krieg auch leider. Hä? Bin ich stuck? Cool. Krieg leider keine Map mehr. Wow! Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen! Weg von euch! Okay, weg, 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 weg. Ah! What are you supposed to be? Verschwinde, Mann! Was ist das? Hat er mich? Hat er mich? Scheiße, er hat mich. Sieht er mich eigentlich? Da oben ist eine Puppe, die guckt uns an.
Macht keinen Spaß, ne? Scheiße. Schalter, Schalter! Mach! Oh Scheiße, ich muss warten! Ist offen? Alter, es geht extrem langsam auf! Scheiße, ich sterbe, ich bin tot, ich hab mich abgespeichert. Ich hab nichts zum Healen. Ich bin tot. Nein. Nein. Wo bin ich? Okay. 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 Scheiße. Ich glaube, das ist der Endboss, Freunde. Hier, nehmen wir alles mit. Alles an Waffen, Munition, alles Mögliche. Nehmen wir alles mit. Alles. Das ist einfach gerade der Final Counter. Stimmt, die Bomben nicht mehr benutzen sollen. Die machen bestimmt richtig viel Damage gegen den. Ja, komm, nehmen alle mit. Alles mitnehmen. Alles. Guckt ihr euch mal alle an. Die sehen echt gruselig aus. Bam! Bam! An. Wow! Knapp. Ja, not so fun, huh? Bam. Okay, die Bomben sind ihr Lebensretter. Die sind besser als die Waffe. Also die Waffe ist auch sehr geil. Bomben sehr satisfying, aber die Bomben benutze ich sowieso nie. Also komm. Ja, komm, komm her, komm her. Was soll so oft dastehen? Stünde. Okay, jetzt habe ich keine mehr. Das braucht noch extrem lange. Knapp. Hör auf. Okay, okay, okay. Ist immer noch nicht. Das ist immer noch nicht. Immer noch nicht auf. Ich muss einmal noch außen rumrennen. Er ist tot! Ich kann den killen? Hi. Ich glaube, den muss man gar nicht killen, aber trotzdem cool. Warum wackelt der eine Kopf? Wow. Die Bomben haben mir echt den Arsch gerettet. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht vorbei. Das wirkt wie eine Chase-Scene. Nee, warte, ich bin wieder hier. So. Ich will wieder zurückgehen. Weil du jetzt auf Lockdown. Ding dong! Ding dong! Lass mich bitte raus hier, bitte. Kumpel, ich habe so einen langen Tag gehabt. Ich habe genug. Ich bin fertig, okay? Ich bin fertig. Hier sind wir. Mehr oder weniger. Ne? Schlussrede. Liebe Kinder, ich muss euch leider mitteilen, dass dies unsere letzte Folge sein wird. Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um euch persönlich eine letzte Lektion mit auf den Weg zu geben, an die ihr euch erinnern könnt, wenn wir nicht mehr da sind. Das geht an euch, Kinder. Unsere Welt kann schwierig und beängstigend sein. Manchmal erkennt man nur schwer, was richtig und was falsch ist, denn diese Welt ist kaputt. Und wir sind es auch. Unsere Herzen sind hohl und dunkel, unfreundlich. Und es gibt nichts in dieser Welt, das uns wieder in Ordnung bringen kann. Keine Schönheit, keine Macht, kein Essen, kein Ruhm. Was wir brauchen, ist ein Licht jenseits unserer Welt. Das Licht der Liebe, das Besitz von unseren Herzen ergreift und uns zu unserem wahren Selbst zurückführt. In unserer Sendung haben wir versucht, euch einen kleinen Blick auf dieses Licht zu geben. Die Botschaft, die ich euch jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist die folgende. Vertraut auf das Licht. Manchmal mag es beängstigend sein, manchmal mag es wehtun. Manchmal weiß man nicht, was richtig und was falsch ist, weil Gut und Böse durcheinander gewürfelt sind. Und wenn das passiert, kann das sehr wehtun. Aber vertraut auf das Licht, denn das Licht wird euch aus der Dunkelheit führen. Amen. Ja. Und dann endete das alles. Ein Cheat! Wie viel haben wir jetzt? 7, 8?
Da war echt böse hier, ganz am Anfang, ganz am Ende des Spiels. Wow. Okay. Darf ich den Rest jetzt erkunden? Immer noch nicht. Hä? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Was? Was? Was soll das heißen? Das Spiel ist jetzt noch nicht vorbei. Das wird gerade wieder Abschlussrede. Oder fehlt mir was? Darf ich jetzt gehen? Darf ich abhauen? Ricky, kann ich nochmal mit dir reden? Nee. Ding dong! Keiner da. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal abspeichern. Kann ich irgendwo abspeichern? Ich meine, ich kann hier hochfahren, oder? Es gibt keinen Strom mehr. Oh, weil ich dieses Emergency-Ding gemacht habe, ne? Gott, ich hoffe, ich habe 100% im Spiel. Ich hoffe, mir fehlt nichts. Wiederauferstehung. Besiege den Boss und entkomme der unfreundlichen Nachbarschaft. Wir sind... Doch, ist also doch das Ende. Aber wir haben nicht alles erkunden können. Im Hotel waren noch ein paar Räume. Oh, das verwirrt mich. Es gab keinen Zeitpunkt, wo ich da hätte hinkommen können. Gordon, you're alive. I'm so proud. Good. Ricky! I'm leaving. Yes, you should. Job well done, Gordon. Turned off our antenna and survived the unfriendly neighborhood. You're a handy man extraordinaire. Don't mock me, Ricky. Mock you? I would never. Oh, before you go, I was wondering if you'd do us a favor? Oh? Oh? You've been hanging around the studio. You know a little bit about our show. Spit it out, Ricky. I was wondering if you'd help run our studio. What? See, everything's really old and falling apart. Really beyond our ability to care for. And on the personal side, I think it's obvious that we need a bit of a guiding hand. Are you kidding? Gordon, do I look like a sock that would kid? Yeah. Ricky, I'm just a maintenance man. I don't know how to run a studio. Oh, I think you can handle it. It can't be that hard. Besides, look at how much you've helped us just since you got here. I talked to the other puppets. Reviews are dazzling. What if you end up like them? I don't think we're the ones you should be worried about, Gordon. What? Come on. Won't you be our neighbor? Euer Nachbar? Nein! Okay, jetzt können wir uns entscheiden. Entweder wir bleiben hier, machen alles wieder hübsch und machen die Show weiter. Machen eine neue, friendliere Neighborhood. Und wir sagen... Nein, Bro, das war nur ein einziger Job. Ich will wieder nach Hause. Die Sache ist die, wir haben denen ja allen geholfen. Andererseits. Klar haben wir denen geholfen, aber was machen die denn jetzt ohne uns? Die werden ja vergammeln und sterben. Falls sie überhaupt leben. Aber ich meine, boah, ey, das kannst du mir nicht antun. Okay, für was hättet ihr euch entschieden? Würdet ihr einfach sagen, nein? Ricky, nein, ich fahre jetzt nach Hause, es war nur ein Job. Oder sagen, okay, Ricky, weißt du, wir sind alle Freunde geworden. Ich habe mich mit allen versöhnt, ich habe allen geholfen. Alle mögen mich jetzt. Die ganzen Monster, die ignorieren wir einfach. Und wir machen eine richtig coole Show. Das Ding ist, ich habe das ganze Abenteuer lang Ricky nicht vertrauen können. Überhaupt nicht. Aber jetzt, ganz am Ende, hat uns doch nochmal geholfen. Obwohl wir genau das getan haben, was er überhaupt nicht wollte. Er hat uns die ganze Zeit nicht geholfen. Er hat die ganze Zeit Steine in den Weg gelegt, weil wir ja die Antenne ausmachen wollten. Und als wir ausgemacht haben, wurde er auf einmal nett zu uns.
echt schwierig. Komm, Ricky, machen wir die beste Show unseres Lebens. Fine. We'll give it a shot. Oh, Gordon, I'm so glad. Yippie! Alles glücklich. I'm not living here, though. Ja. Well, we'll talk about that. Oh, Gordon, thank you. Thank you for being our friend. I am bursting at the seams. I must go tell the others at once. Tomorrow night, then? No. It's decided. Tomorrow night. See you later, Gordon. Arrivederci. Toodaloo. 23 Skidoo. Ciao. Oh, Brian, what have you done this what time? What have you done? I helped the neighbors get a slot on public access TV. It was late night on weekdays. I don't think anyone watched it. Within a couple of weeks, though, word was starting to get out. Ooh. Some people loved the show. Some people hated it. That caught the network's attention. And by the end of the year, we had three channels wanting to sign for a whole season. Of course, after my boss found out I was involved, I got fired. But somehow, I feel a little hopeful about it. It's hard to describe. It's like you've been lost in a tunnel. Until suddenly a voice calls your name. And you turn around. And you see the rising sun. And it's so bright, maybe it hurts a little to look at. But you don't care. Because it's leading you home. Ich glaube, das ist sogar das bessere Ending. Hätten wir Nein gesagt, hätten wir einfach ganz normales Leben weitergemacht. Puh, weiß nicht, was besser gewesen wäre. Jetzt sind wir halt gefeuert, aber dafür haben wir eine erfolgreiche Show! Grundausbildung, weil wir auf Normal durchgespielt haben. Freunde, unsere Friendly Neighborhoods ist zu Ende. Ja, es war wirklich Hallo. LOL. Ich hab's erst am Ende gesagt, aber ich hab's schon die ganze Zeit gedacht. Krass. Ja, hat mir sehr gefallen, das Spiel. Es war echt cool. Ja, die Steam Reviews hatten recht. Es ist Resident Evil für Kinder. Also, falls ihr genau das, was ich gerade beschrieben habe, interessant, das Offense, was interessant für euch ist. Kann ich es empfehlen? Warum ist der Song so laut eigentlich? Jedenfalls, ja, was soll ich da noch hinzufügen? Die erste Hälfte des Spiels, muss ich sagen, da gab es viele Momente, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was soll ich machen. Deshalb musste ich dann nachschauen. Das war nervig. Also hier und da ein paar Rätsel sind blöd. Und vor allem, ich habe jetzt auch ein paar Räume nicht gemacht ganz am Ende. Ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Absolut keine Ahnung. Ich hatte das irgendwas damit zu tun. Keine Ahnung. Oh, I think I ended early. Can we go back to the beginning? Auf jeden Fall gibt es hier noch ein paar Sachen, die man machen kann. Also werden wir die machen werden. 5,5 Stunden hat es gedauert. Bin zweimal gestorben, aber am Anfang, jetzt einmal am Ende. Ausreichend, bestanden, mit Rang B. Wir haben 18 Mal speichern müssen. Mhm. Ja. Das ist natürlich auch so ein Spiel, wenn du alle Achievements haben willst, musst du das Spiel mehrere Male durchspielen. Weiß ich nicht, ob ich darauf Lust habe. Jetzt können wir uns die Schießung auch mal anschauen. Es gibt neue Modi. Speedrun-Modus. Eine Freecam. Okay. Nachbarschar. Veteran-Schwierigkeit. Digit lange Arme. Dreifache Gegner. Schnelle Gegner. Gelenklose Ragdolls. What? Streifenhörnchenstimmen, andere Geschosse, Zeitlupe, Mega Rohrzange. Okay. Haben wir denn zumindest alle Cheats? Cheats. Nein. Uns fehlen 6 Cheats. Haben wir aber einige. Man muss schon sagen, wir haben einige Cheats gefunden. Ja, ich habe versucht, das Spiel zu einem 100% Let's Play zu machen, aber ich glaube, das ist nicht so gut möglich. Vor allem nicht beim ersten Durchgang. Das wird's aber. Oh. What? Locations. Oh. Soundstage. Kommen Sie gerne wieder. Hä? Gordon. Hä, was ist denn das jetzt hier für ein Modus? Nachbarschar. Spielladen. Clear! Oh, sind alle glücklich. Wir haben sie alle glücklich gemacht. Hä, aber warum ist nur Ray da und Ricky da?
Da fehlen noch ein paar. Ich hab doch alle glücklich gemacht. Oder? Ich meine schon, dass ich alle glücklich gemacht habe. Was ist, wenn man sich gar nicht für Ja entscheiden konnte? Wenn man den anderen nicht geholfen hat? Das würde ja noch mehr bedeuten, dass das ein gutes Ending ist, oder? Ich bin gerade total verwirrt. Das hier ist wahrscheinlich die letzte Folge. Es könnte aber sein, dass ich dann nochmal hier zurückkomme und hier ein paar andere Modi oder so spiele. Oder ein paar Sachen zeige. Keine Ahnung. Die Spieldatei ist fertig. Okay. Wir haben auf Normal gespielt. Wir hätten noch Überleben spielen können, aber wie gesagt, das war halt einer meiner ersten Survival Horror Games. Da wusste ich jetzt auch nicht, warum ich da einlasse. Jetzt ganz am Ende des Spiels hatte ich extrem viel Muni. Die habe ich am Anfang gebrauchen können. Also keine Ahnung, du kriegst die meisten Sachen am Ende. Sehr komisch. Würde ich das Spiel nochmal durchspielen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht in einem Stream? Nicht als Let's Play. Also noch irgendwie jetzt ein Speedrun-Let's Play zu machen, aber keinen Sinn. Vielleicht würde ich es nochmal im Stream durchspielen. twitch.tv/MikeBeasersam. Wir schauen mal. Ansonsten weiß ich nicht. Ich will mal ganz kurz anschauen, was der Nachbarschar ist. So, rein da. Was macht das? Was kann ich hier machen? Let's get this done. 3 Minuten Timer. Null. Null was. Kills? Marke. Okay, ich habe 2 Waffen. Bumm. Das ist einfach nur ein kleiner Punktesammelmodus, glaube ich. Okay. Ich habe ein Inventar. Oder sagt nicht wirklich viel aus. Was? Mal 3. Hi. Bonk. Ah, bist du Bonk. 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 Stopp doch! Yay! Ich brauche einen Muni. Gott, die ist schnell. Die ist aber immer schnell. Auch im Base Game. Ist mir auch schon aufgefallen. Ah, die droppen auch manchmal Muni statt Geld. Aber sie haben wir doch besänftigt. Scheinbar nicht hier in dieser Timeline. Wo kommen denn die meisten? Ach, von hier oben! Wow. Ist mir zu schnell. Wo ist die hin? What? Hier war doch gerade eine. Hey, wo seid ihr? Zeit. Okay. Ah, da bist du. Hi. Bam, bam, bam. Hey! Wow! Hi, was geht ab, Kumpel? Bonk. Irgendwie schon lustig, der Modus, oder? Der ist Muni. Schon irgendwie lustig. Aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Bonk. Bitte hau ab und kuschel dich mit mir. Ich kuschel mich gerne mit Leuten wie euch. Hat sie ihre Brille nicht mehr? Oh Gott. Ah, Verschwendung. Mist. Ich habe keine Muni mehr. Sie stampft auf mir. Das ist ihr Angriff. Okay, hi. Scheiße, die killt mich. Hi. Kein Fütz hier. Nein, da bin ich. Scheiße. Okay, weg. Komm schon weg. Was? Was ist das denn hier? Schokoriegel. Okay. Soll ich benutzen? Der macht mich schneller. Ja, macht er. Bonk. Bonk. Ich hab gar nichts mehr. Doch. Nee? Scheiße. Ich bin tot. Basically. Gott. Was mache ich jetzt? Die letzten paar Sekunden überleben? Money? Okay, ich kann zumindest rennen jetzt gerade. Ja, toll, mal 4 und alles. Oh doch, hier ist Money. Oh Gott. Oh, es lohnt sich aber nicht. Es lohnt sich nicht. Solange ich rennen kann, sollte ich rennen. 10 Sekunden überlebe ich noch. Ist der Vogel hier? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Überlebt. Okay, cool. Juniper freigeschaltet. Büros freigeschaltet. Was? Was heißt das? Ein neuer Modus hier. Oh Gott, wollen wir das weiterspielen?
Okay. Das ist meine Entscheidung, ob ich jetzt weitermache, ne? Na komm, warum nicht? Komm, wir versuchen es mal. Okay. Let's get this done. Oh Gott. Okay, verstehe. Natürlich. Der ist immer noch nicht tot. Unlucky. Okay, da hinten. Bonk. Mhm. Ah, das gibt mir aber mehr Zeit. Ja, okay, für Punkte sammeln, aber eigentlich will ich das doch gar nicht, oder? Oh. Bonk. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Bonk. I need more time. Was ist hier? Money. Okay. Welcome, welcome, welcome. Oh, oh, oh. Ja, das ist Juniper, ne? Ich glaub schon. Oh, daneben, daneben. Bam, bam, bam. Schön. Stopp doch mal was. Ist ja doof. Ich hab gar nichts. Bonk. Wieso? Zoomt er da ran? Oh Gott. Bonk. Bonk. Oh, scheiße. Das wollte gar nicht. Oh. Noch mehr Zeit. Mal 12. Aha. Oben ist ganz viel, oder? Ich glaube, ich soll mal nach oben. Ich höre so viel Stimmen. Warum? Oh Gott. Weil die von hier kommen. Bonk. Bonk. Danke. 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 Nett. Werde ich direkt mal usen. Soweit ich kann. Danke. Hast du dich geduckt hast? Bomben. War gar nicht mal so schlecht, ne? Oh Gott. Ja. Schlechtes Timing. Danke. Nimm ich mit. Komm, hau ab. Da kommt gerade ein Riese auf mich zu. Oh nein. Bonk. Kommt der hier runter? Bin fast tot. Ne, das Level schaffe ich nicht. Also zumindest nicht plus 2. Scheiße. Nee, das ist nichts für mich. Das ist aber lustig. Okay. Wie gesagt, ich schau mal, wie wir das hier weitermachen in dem Let's Play. Ob hier noch eine Folge kommt in dem Let's Play. Aber erstmal sind wir durch. Ich würde sagen, vorerst ist das hier zu Ende. Wir sind clear. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ich würde es mir nochmal überlegen, das Spiel vielleicht in einem anderen Schwierigkeitsgrad nochmal durchzuspielen. Warum durfte ich jetzt nicht auswählen, welcher Schwierigkeitsgrad? Okay, ja. Veteran, die wahre Verkörperung des Grauens, Entwicklerschwierigkeit. Ah, das können wir uns mal geben. Na gut. Okay. Hey, meine freundlichen Nachbarn. Hier im Anschluss zeige ich jetzt euch nochmal die drei anderen Endings, die wir hätten bekommen können. Wir fangen direkt an mit dem Secret Ending. Das hätte man bekommen können, wenn man, nachdem man dieses große, riesige Monster, was vor der Tür schaut, mit diesen ganzen Augen, ihr wisst schon, was ich meine, wenn man das besiegt hat und dann einfach sich dazu entscheidet, wieder ins Auto zu steigen und wegzufahren. You know, I could just leave now. The next day, I got called into the office because the network wasn't happy. Wanted to know why I hadn't finished the job. After a big, long fight, I got fired. I'm fine with that. I'd rather be unemployed than have to go back there. But for the next few months, I actually started watching the nightly news. I don't know why. Maybe I just wanted to see what happened. But nothing happened. Then at some point, I got distracted and forgot about it.
Das andere Ending bekommt man, wenn man bei Ricky Nein sagt. Come on. Won't you be our neighbor? Sorry, Ricky. I just don't think that's a good idea. Gordon, please. Everyone's counting on it. It's my final answer, Ricky. Fine. Be that way. Well, I guess it's time for you to go, Gordon. Adios. Hope you have a nice life as a bitter old man. After I got back to the office, my boss told me that everyone was really happy with what I did, even though the puppets messed up another night's news. I got promoted to manager, got an office with a window. But for some reason, I can't stop thinking about the neighborhood. For the next few months, I actually started watching the nightly news. Don't know why. Maybe I just wanted to see if something happened. But nothing happened. And at some point, I got distracted and forgot about it. Und das letzte Ending ist, wenn man Ja sagt, aber nicht allen geholfen hat. Be our neighbor. Fine. We'll give it a shot. Wow, Gordon! I'm so glad! We will have such fun! I'm not living here, though. Well, we'll talk about that. Oh, Gordon, thank you! Thank you for being our friend! I am bursting at the seams! I must go tell the others at once. Tomorrow night, then? No. It's decided. Tomorrow night. See you later, Gordon! Arrivederci! Toodaloo! 23 Skidoo! Ciao! Well, Brian, what have you done this time? I helped the neighbors get a slot on public access TV. It was late night on weekdays. I don't think anyone watched it. Within a couple of weeks, though, word was starting to get out. Some people loved the show, some people hated it. That caught the network's attention. And by the end of the year, we had 3 channels wanting to sign for a whole season. At that point, I figured I had done my part. So I stopped showing up at the studio in the evenings. I don't know. I guess I just wanted to keep my head down. I never told anyone I was helping bring back the show. But for some reason, it keeps bugging me. I can't forget about it. And some nights, I catch myself staring out the window, wondering what's happening in the neighborhood. Also tatsächlich, wir haben sogar das allerbeste Ending im Spiel bekommen. Ziemlich cool. Ich hoffe, euch hat das jetzt mehr gefallen. Wie gesagt, ich hatte Spaß damit, auch wenn hier und da ein paar Sachen ein bisschen nervig waren. War ein cooles Spiel. Und falls ihr noch andere coole Horror-Games für mich habt, die ich mal auschecken soll, die ich sowieso nicht schon kenne, dann lasst mich in den Kommentaren wissen, dann gucke ich sie mir gerne mal an. Und dann sind wir erstmal fertig mit der freundlichen Nachbarschaft. Ich gehe jetzt ein bisschen unfreundlich werden. Wir sehen uns. Oh Mann, was war das für eine Abmutter?